Hi, im heutigen Tutorial verrate ich dir, wie du mit Hilfe deiner Drohne und dem Videoschnittprogramm Filmora einen richtig coolen ins Weltall Rauszoom-Effekt machen kannst. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, heben wir ab! Also, beginnen wir mal ganz von vorne. Was benötigst du alles für so einen Effekt? Zuerst einmal benötigst du zwei Videos plus noch zusätzlich eine Animation, die du mit Google Earth Studio erstellst. Im ersten Video, da sprichst du einfach direkt in deine Kamera rein und im zweiten Video, das du natürlich mit deiner Drohne aufnimmst, filmst du dich dann quasi, wie du mit deiner Drohne hochfliegst und natürlich musst du dabei deine Kamera nach unten schwenken. Übrigens, wer eine neuere DJI-Drohne hat, der kann sich die Active Tracking Funktion zunutze machen. Das hat nämlich den Vorteil, dass du dich dann einfach markierst und die Drohne dann, wenn du hochfliegst, direkt die Kamera nach unten schwenkt, was dann einen schöneren Effekt beim Übergang gibt. Weiters benötigst du auch noch eine Animation von Google Earth Studio. Den Link dazu habe ich dir natürlich unten in die Beschreibung gepackt. Übrigens musst du dich hierfür natürlich erst einmal registrieren und dann circa, ja ich will mal sagen, so einen Tag warten musst, bis die Genehmigung von Google durch ist. Wenn du dann aber die Genehmigung hast, dann kannst du deine Animation erstellen und wie man das Ganze macht, das verrate ich dir natürlich jetzt. Ja, herzlich willkommen hier in Google Earth Studio. Hier gehe ich als erstes mal auf leeres Projekt, da ich ein neues leeres Projekt erstellen möchte. Nun kann ich dem Ganzen einen Namen geben. Ich nenne das mal Drohnenflug, so jetzt, und zwar Rugel, da ich hier von Rugel, also von Liechtenstein aus, gestartet bin. Von den Dimensionen her, da möchte ich das in einer 4K-Auflösung haben, deswegen gebe ich hier 3840 x 2160 Pixel an. Von den Frames her lasse ich das mal auf 30 Frames und hier möchte ich ungefähr 10 Sekunden von der Länge haben und deswegen 30 mal 10, das wären dann hier 300 Frames. So, das Ganze habe ich jetzt hier im Prinzip eingestellt und kann deswegen hier auf Starten klicken. Als nächstes muss ich mir hier unter Attribute hinzufügen ein paar Sachen einstellen. Und zwar werde ich hier mal nach unten gehen und werde mir hier mal die Wolken aktivieren. Falls du jetzt Gebäude hättest, könntest du jetzt hier auch 3D-Gebäude aktivieren. Das habe ich hier aber nicht, da ich hier von einem Feld aus gestartet bin und hier im Prinzip eh eigentlich nur größere Städte in 3D dargestellt werden, wo du eigentlich sowieso nicht fliegen solltest. Was ich noch aktivieren werde, ist hier Rollen, da ich hier nachher die Kameraposition, also die Drehung der Kamera, auch noch einstellen werde. Gut, wenn ich das habe, klicke ich auf Fertig. Und dann kann ich hier links oben meinen Startpunkt auswählen. Ich gehe hier rauf und dann siehst du schon, habe ich hier Rugel Liechtenstein bereits eingegeben. Das klicke ich dann an und dann zoomt mir hier Google Earth direkt mal rein. Mit der Maus, da kannst du, wenn du jetzt so ein Mausrad hast, kannst du hier einfach reinzoomen. Das werde ich jetzt mal hier machen. Und dann muss ich hier natürlich den Ort, an dem ich gestartet bin, hier raussuchen. Ich gehe jetzt mal hier dieser Straße entlang. Das wäre dann hier an dieser Kreuzung gewesen. Also gehe ich da mal hin und nun werde ich einen kleinen Trick anwenden. Ich werde nämlich Folgendes machen. Ich werde hier als erstes mal dieses Feld bzw. meinen Browser hier einfach mal verkleinern und dann öffne ich hier mein Video meines Drohnenflugs. So, das ist das Video, das kennst du wahrscheinlich vom Anfang her. Nun mache ich auch hier dieses Fenster etwas kleiner. So, und lege das einfach hier mal daneben hin. Dann werde ich das Ganze hier mal pausieren und gehe jetzt einfach mal ganz ans Ende hin, damit ich hier sehe, so war das Ende, ja, nicht ganz ans Ende, sondern da, wo die Drohne aufhört zu fliegen, da ist sie noch im Sinkflug, ich glaube, so, das müsste ja ungefähr hier sein. Und hier muss ich schauen, dass dann diese Straße im Prinzip genauso verläuft wie hier. Das tut es jetzt nicht und deswegen schiebe ich das mal etwas rüber, mache das noch etwas kleiner. So, damit ich das besser sehe. Und jetzt gehe ich hier unten auf Rollen. Hier kann ich dann einfach auf ja, das 0 mal X, also hier die Grad, die kann ich hier anwählen und dann kann ich das Ganze mit gedrückter Maustaste dementsprechend rüberschieben. Und hier musst du dann einfach schauen, dass du hier so ähnlich hinkommst wie in deinem Referenzbild. Dann werde ich mal hier etwas herauszoomen, um auch hier die Straße besser sehen zu können. Man sieht, hier habe ich natürlich schon ja, eine etwas andere Straße, beziehungsweise ich glaube, die ist hier etwas fertiger. Macht aber nichts. Ich muss nur schauen, dass ich hier im Prinzip von den Linien etwas
ja, etwa gleich bin. Das sieht eigentlich so schon recht gut aus. Ich möchte allerdings jetzt nicht hier ganz rauszoomen, sondern zoome hier wieder etwas weiter rein. Deswegen gehe ich hier mal wirklich so nah wie möglich hin, damit ich nachher etwas Spiel bei meinem Zusammenschnitt des Videos habe. Okay, dieses Video kann ich jetzt mal schließen, das brauche ich nicht mehr. Auch den Explorer kann ich schließen und mache mir hier das Ganze wieder größer. So, nun habe ich hier meine Ausgangsposition. Als nächstes werde ich mir hier einen Keyframe setzen. Das kennst du bereits aus vorherigeren Filmora-Tutorials. Das funktioniert folgendermaßen. Ich möchte hier einfach alles keyframen, deswegen klicke ich hier oben einfach auf dieses, ja, dieses Feld und schon habe ich hier die aktuelle Position eingefroren. Nun gehe ich etwas weiter vor in meiner Timeline. Da passiert jetzt erstmals nichts, aber ich kann hier unter Höhe, da kann ich jetzt die Höhe eingeben. Und hier gebe ich mal ein, ich schaue mal, wie das aussieht, wenn ich hier einen Kilometer hochgegangen bin. So in etwa, ja, ich gehe da sogar noch etwas weiter rauf. Gehen wir mal, sagen wir mal, auf 5 Kilometer. So sollte das in etwa schon mal gut aussehen. Und deswegen mache ich hier den nächsten Keyframe. Ich möchte das nämlich folgendermaßen haben. Im Prinzip könnte ich jetzt ja wirklich komplett rausgehen bis zur letzten, also ich zeige dir das mal, bis ganz hier ans Ende und könnte hier im Prinzip eingeben, ich weiß jetzt nicht, wie viel das waren, ich glaube 60.000, 60 Kilometer, na, ich glaube, schauen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nullen und dann bin ich wirklich hier komplett draußen, dass man die komplette Erde sieht. Ich könnte jetzt im Prinzip ohne diese Zwischenschritte hier arbeiten, aber dann wäre die Animation wirklich sehr, sehr schnell, also der Rauszoom-Effekt würde extrem schnell gehen. Das möchte ich nicht haben, denn ich möchte im Prinzip, wie du gleich sehen wirst, die Drohne erst etwas rausfahren lassen und dann schneller werden lassen. Okay, und deswegen mache ich mir hier ein paar Zwischenschritte. So, den letzten Schritt, den können wir jetzt im Prinzip auch schon keyframen, das heißt, ich werde auch hier ein Keyframe setzen und jetzt kann ich mir das Ganze hier mal anzeigen lassen, indem ich hier auf Render oben rechts klicke. Ich klicke hier mal rauf und dann schauen wir mal, wie die Animation aussieht. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, aber hier ist der Zoom-Effekt dann doch etwas zu schnell. Deswegen gehe ich hier nochmals auf Abbrechen und werde hier ein paar weitere Keyframes setzen. Übrigens, die Keyframes, die kannst du etwas nachjustieren, indem du mit gedrückter Maustaste einfach hier alles auswählst und dann zum Beispiel etwas weiter nach links oder rechts verschiebst, um hier eine schönere Animation zu erhalten. Das musst du einfach etwas, ja, rumexperimentieren. Ich mache das jetzt mal so, dass ich hier etwas mehr an den Anfang gehe. Dann gehe ich hier wieder etwas weiter zurück und ich möchte nämlich hier am Schluss, dass es hier relativ schnell rauszoomt, aber ich würde mal sagen, bis zu dem Punkt, da sollte das Ganze ja nicht so weit rausgezoomt sein und deswegen gehe ich hier nochmals von der Höhe etwas runter. Ich werde hier einfach mal die letzten Stellen hier löschen. So, und dann bin ich etwas näher drin. Und jetzt schaue ich mir das nochmals kurz an. Ich gehe wieder auf Rendern und so sollte das eigentlich schon relativ gut aussehen. Jetzt zoomt es weiter raus und hier macht es einen Sprung und geht dann wirklich komplett, ja, bis ins Universum raus. Von dem her bin ich eigentlich schon recht zufrieden mit dieser Animation. Ich könnte das natürlich wieder hier abbrechen und nochmals etwas nachjustieren. Aber wie gesagt, im Prinzip weißt du jetzt, wie das funktioniert und deswegen würde ich mal sagen, rendere ich jetzt das komplett mal so raus. Also ich gehe jetzt hier wieder auf Rendern, dann kann ich dem Ganzen hier oben einen Namen geben. Wie gesagt, das übernimmt es jetzt eigentlich eh schon von meiner Voreinstellung. Das Ganze wird in der Cloud gerendert, als MP4-Video, das passt auch. Die Frames, die passen mir auch. Auch das Seitenverhältnis, das wird hier alles so übernommen, wie ich das haben wollte. Und jetzt muss ich im Prinzip hier nur noch auf Senden klicken. So, nun dauert das ein paar Minuten, das siehst du jetzt so im Prinzip nicht, was hier passiert, aber wenn du jetzt wieder auf Rendern nochmals raufklickst und hier auf in der Cloud gerendert klickst, dann siehst du hier den Fortschritt. Ich habe ja auch schon ein Testvideo drin, das habe ich natürlich beim ersten Mal hier ausprobiert, bevor ich dir das natürlich gezeigt bzw. zeigen wollte. Und hier siehst du, dass das Ganze jetzt auf Cute oder Cute, wie man das auch immer ausspricht, hier steht. Das heißt, das Ganze befindet sich jetzt erstmal in der Warteschlange. Das dauert jetzt in meinem Fall ungefähr, ich schätze mal so, beim letzten Mal hat das so 10 Minuten gedauert. Und wenn das dann fertig gerendert ist, dann bekommst du von Google eine Mail und kannst das Ganze dann einfach downloaden. Wenn du dann deine Animation erfolgreich erstellt hast, downgeloadet hast und natürlich abgespeichert hast, dann geht es weiter zur Bearbeitung bzw. zum Videoschnitt in Filmora. Gut, und hier in Filmora habe ich nun bereits die drei Videos, die wir jetzt benötigen, importiert. Einmal hier diese Begrüßung, dann hier das Original Drohnenflugvideo und dann die soeben erstellte Google Earth Animation.
Also als erstes mal nehme ich hier die Begrüßung und ziehe die mal unten in die Timeline rein. Natürlich möchte ich das in der vollen Auflösung haben. Und jetzt gehe ich mal hier ans Ende des Clips, da wo ich dann die Drohne in die Luft schmeiße. So, nun gehe ich dorthin, bis die Drohne so weit oben ist, dass sie eigentlich hier nicht mehr zu sehen ist und werde hier das Ende einfach dementsprechend wegschneiden. Über Entfernen kann ich das hier löschen und nun nehme ich mir das nächste Video, das des Drohnenflugs her und schaue mal, wo das dann hier einen guten Anfang hat. Ich würde mal sagen, das wäre ja wahrscheinlich da, wo man mich so sieht. Das kann ich natürlich nachher immer noch etwas abändern. Aber ich würde mal sagen, ich schneide auch hier das weg, lösche hier diesmal den Anfang weg und werde dann mit einem Rechtsklick hier auf Rip löschen gehen, um das hier anzupassen. Schauen wir mal, wie hier der Übergang aussieht. Ja, und das passt so eigentlich schon relativ gut. Was jetzt hier natürlich noch nicht passt, das ist hier, dass die Farbe etwas anders aussieht und auch der Kontrast, da ich hier dieses Video noch nicht color gegradet habe. Aber das werden wir gleich im Anschluss auch noch machen, wenn wir jetzt nachher hier diese Animation einfügen. Denn ich werde hier das Grün, da das jetzt gerade gestern zur Winterzeit im Prinzip gefilmt wurde und dieses, ja, die Animation wahrscheinlich eher im Frühling oder vielleicht auch im Herbst gemacht wurde. Zumindest hier ist das Grün der Animation natürlich etwas kräftiger und grüner und deswegen muss ich das gleich hier dementsprechend color graden. Also, jetzt gehe ich mal hier weiter nach vor und dann werde ich mal schauen. Ja, hier sieht man mein Auto, das möchte ich nicht oben haben. Deswegen gehe ich hier noch ein Stückchen zurück. Gehen wir mal so weit zurück, dass ich hier nur die komplette Straße sehe und dann werde ich hier auch schneiden und hier den Rest, den brauche ich nicht mehr und lösche den auch noch weg. Jetzt nehme ich mir die Animation her, ziehe auch diese in die Timeline und dann schauen wir mal, wo das hier so startet. Hier muss ich etwas, ja, vorsichtiger arbeiten, deswegen mache ich mir hier die Timeline etwas größer und gehe jetzt einfach Frame für Frame nach vor, indem ich rechts auf meiner Tastatur klicke. Dann würde ich sagen, ja, entweder hier oder auch sogar hier. Ich glaube, ich werde das hier schneiden. Hier schneide ich das weg, lösche hier dieses kleine Stück über Entfernen und auch hier werde ich dann mit einem Rechtsklick das Ganze nach links rüberschieben lassen. So, jetzt schauen wir mal, wie das hier so aussieht. Passt eigentlich schon recht gut. Was mir allerdings aufgefallen ist, und das zeige ich dir jetzt auch mal ganz kurz, ist, dass hier die Animation natürlich relativ zügig voranschreitet, aber dass hier mein Originaldrohnenflug, dass der, da meine Drohne ja nicht so schnell ist, wie hier zum Beispiel diese Rakete, die wir in der Animation benutzt haben, da das hier etwas, ja, behäbig bzw. langsam funktioniert. Und deswegen werde ich jetzt als erstes mal das Ganze color graden und nachher dann dementsprechend von der Geschwindigkeit her mit einem Speedramp-Effekt anpassen. Also passen wir als erstes mal hier die Farben an, dass das etwas besser zusammenpasst. Wie du siehst, ist hier die Animation, wie gesagt, etwas grüner und deswegen gehe ich jetzt mal hier auf diesen Clip, klicke den an, gehe dann hier auf Farbe und nun werde ich als erstes mal den Kontrast etwas erhöhen und natürlich auch die Lebendigkeit bzw. hier die Sättigung, die werde ich auch noch erhöhen. So, und dann gehe ich etwas weiter nach vor, um hier das Bild zu sehen, gehe wieder zurück und sehe, dass ich hier das Gelb und auch das Grün wahrscheinlich etwas verschieben muss. Deswegen gehe ich jetzt mal hier unter HSL, wähle mir jetzt als erstes mal die Gelbtöne hier an und schiebe die etwas weiter nach rechts, beziehungsweise komplett nach rechts, damit es hier etwas grüner wird. Auch von der Sättigung her gebe ich noch etwas mehr Gas und das Grün, das werde ich auch noch etwas mehr sättigen und auch hier etwas weiter rüberziehen. Schauen wir mal, wie das so aussieht. Ist schon etwas besser. Ich glaube, ich habe es hier mit der Sättigung sogar noch etwas übertrieben. Auch beim Gelb, da gehe ich nochmals etwas zurück. Und dann werde ich mal schauen, wie wir hier von der Luminanz das Ganze noch etwas anpassen können. So, und gehe dann wieder hier zurück unter Grundlegend und werde dann hier auch noch vielleicht den Kontrast etwas weiter nach oben ziehen, damit das hier noch etwas stärker wird. So, jetzt sieht das schon nicht so schlecht aus. Vielleicht von der Belichtung, da muss ich mal schauen. Ich gehe hier allerdings auch noch an den Anfang hin, damit ich hier sehe, wie das zu diesem Video zusammenpasst. Da passt das recht gut. Eigentlich so nicht mal so schlecht. Von der Lebendigkeit und der Sättigkeit, von der Lebendigkeit und der Sättigung her, da gehe ich allerdings doch noch ein kleines Stückchen zurück, denn da habe ich es wahrscheinlich etwas übertrieben. So, jetzt schauen wir uns nochmals kurz diese Animation, also diesen Übergang hier an. Und ich denke, das sollte jetzt von der Farbe her
eigentlich so relativ gut passen. Das kannst du natürlich bei deinem Video noch genauer anpassen, aber ich würde mal sagen, da dieses Tutorial eh schon relativ lange dauert, würde ich das mal so belassen. Gut, wie gesagt, als nächstes werde ich jetzt hier einen Speedramp-Effekt anpassen, damit hier die Geschwindigkeit etwas schneller zunimmt. Deswegen gehe ich mal hier an den Anfang, schaue jetzt da nochmal und ab diesem Zeitpunkt hier, da sollte das Ganze dann etwas zügiger verlaufen. Deswegen klicke ich hier dieses Video an, gehe dann hier auf Geschwindigkeit und hier unter den Punkt Speedramping. So, nun habe ich hier einen Ausblendeneffekt. Also prinzipiell kannst du hier auf Anpassen gehen, um etwas komplett selbst zu machen. Allerdings habe ich dann hier viele Keyframes drinnen, das möchte ich nicht haben. Und ich gehe hier auf den Ausblendeneffekt. Da siehst du, dass hier im Prinzip die Geschwindigkeit auf einmal steht. Das heißt, das wird mit der normalen Geschwindigkeit hier abgespielt. Und dann habe ich hier die Keyframes, wie das so schneller verläuft. Jetzt werde ich hier den Keyframe nehmen und an die Stelle ziehen, an der wir das gerade gesagt schneller laufen lassen möchten. Das wäre ungefähr vielleicht sogar hier an dieser Stelle. Und hier gehe ich dann von der Geschwindigkeit dann doch noch um einiges nach oben. Allerdings nicht mit diesem Keyframe, sondern den lösche ich jetzt hier einfach mal über das Minussymbol weg, sondern mit dem Endpunkt. Das wäre dann dieser Keyframe. Und naja, vielleicht hätte ich doch hier einen Keyframe setzen können. Ich mache das nochmals rückgängig und werde das hier so raufziehen. Jetzt schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Auch hier muss ich jetzt, da sich hier die Geschwindigkeit verändert hat, das Ganze natürlich mit einem Rechtsklick hier über RIP löschen, hier wieder zurückziehen. Und jetzt schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. So, hier geht die Drohne hoch. Dann sollte das etwas schneller verlaufen. Das macht es auch und hier zieht es dann komplett mit der Animation hoch. Ich werde hier nochmals etwas das Ganze anpassen, denn hier am Schluss, da könnte ich vielleicht sogar noch etwas weiter nach oben gehen, beziehungsweise hier mit der Geschwindigkeit sogar noch etwas nach vor, damit der Effekt etwas schneller hier verläuft. Jetzt passe ich das nochmals kurz hier an und dann schauen wir mal, so sollte das eigentlich dann schon recht gut aussehen. So, jetzt geht die Drohne hoch. Hier zieht es dann raus und hier haben wir dann unsere Animation und so gefällt mir das schon recht gut. Was ich jetzt noch machen werde, ist, dass ich hier dazwischen noch einen kleinen Spezialeffekt, also einen Übergang einbaue. Deswegen mache ich hier das etwas größer, damit ich hier besser arbeiten kann, gehe dann auf Übergänge und hier habe ich dann bereits unter meine den Verkrümmen zum 6 rausgesucht. Der gefällt mir hier eigentlich recht gut. Du kannst hier, wenn du einen Übergang suchen möchtest, einfach zum Beispiel hier auf Transitions gehen und dann hier Übergangssuche, hier zum Beispiel diesen Effekt eingeben, damit dieser dann hier angezeigt wird. Oder du suchst dir einfach hier einen Effekt deiner Wahl hier aus. Wie gesagt, ich nehme den Verkrümmen zum 6, das wäre dieser hier. Ziehe den jetzt einfach mal hier unten rein und dann schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Ja, ich würde den wahrscheinlich noch etwas verlängern, deswegen ziehe ich den jetzt einfach mal hier. Schau mir das nochmals an und ja, so passt das schon relativ gut. Vielleicht war das etwas zu lang. Was mir jetzt noch nicht gefällt, das ist, dass ich hier immer Google Earth zu sehen bekomme. Deswegen klicke ich hier nochmals kurz auf meine Animation und werde jetzt einfach dementsprechend reinskalieren, soweit bis hier das Google Earth aus meinem Sichtfeld raus ist. Jetzt schauen wir nochmals kurz. Ich mache das hier nochmals etwas größer, indem ich hier klicke, damit ich hier die komplette Timeline hier angezeigt bekomme. Und dann schauen wir nochmals kurz ab diesem Anfang. Hier rede ich, schmeiße die Drohne in die Luft und dann sollte das schnell rauszoomen, auf die Animation übergehen und so haben wir dann den Effekt schon recht gut hinbekommen. Hier ganz am Schluss, da werde ich das Ganze dann noch ausfaden lassen. Das heißt, ich werde hier einfach von der Deckkraft einen Keyframe nehmen, hier einfach klicken, dann unter Deckkraft einen Keyframe bei 100% setzen, ganz ans Ende gehen und dann werde ich hier nochmals mit der Deckkraft ganz nach unten gehen und wie du siehst, habe ich dann hier am Schluss eine schöne Ausblendung. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Schluss dieses etwas längeren Tutorials angelangt. Wenn dir dieses Tutorial gefallen hat, dann gib ihm doch bitte ein Like, abonniere am besten gleich noch diesen Kanal und aktiviere auch die Glocke, um keines der weiteren Videos zu verpassen. Nun wünsche ich dir aber viel Spaß beim Flug mit deiner Drohne ins All und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder hier bei mir vorbeischaust.